ScreenMac wird dir präsentiert von MacTrading.de, dein Apple Online-Shop. Hallo und herzlich willkommen zum 22. Türchen des MacVents-Kalenders. Heute gibt es einen echt coolen Webtipp und zwar oberprima.com. Den habe ich zufälligerweise von meiner Schwester sogar. Und zwar ist das quasi Nachhilfe im Web. Was ist Oberprima eigentlich? Dort könnt ihr für eure Hausaufgaben, für die Sachen, die ihr gerade in der Schule macht, für bis jetzt schon sehr viele Fächer Nachhilfe sozusagen nehmen. Mathe, Chemie, Physik, Biologie, sind ja schon so ziemlich wichtige Fächer und ich denke vor allem bei Mathe muss man vor allem zu Hause nochmal nachdenken, wie ging das jetzt und da kann diese Seite ziemlich gut bei helfen. Das Angebot ist kostenlos, man muss nichts für zahlen und wie das Ganze gestaltet ist, zeige ich euch jetzt. Ihr könnt in bestimmte Bereiche gehen, wie zum Beispiel in Mathe. Natürlich sieht man da nicht direkt das Thema, was man eigentlich finden möchte. Da kann man dann die verschiedenen Jahrgänge gehen und in die Themen, aber wenn ihr auch was suchen wollt, könnt ihr hier zum Beispiel euer momentan Thema eingeben. Was machen wir jetzt? Polynomdivision vielleicht. Wow. So, und dann sucht er das. Und dann könnt ihr da auch das die ganze direkt anwählen, das Thema, wo es ihr wissen wollt. Dann steht das hier alles nochmal beschrieben. Und dann gibt es auch immer oder sehr oft ein Video dazu, wo alles erklärt wird. Und das ziemlich ausführlich und gut. Und ich finde es echt klasse, dass es sowas kostenlos gibt, so ein cooles Angebot. Und wir sehen ja auch, wie viele Videos es hier gibt zu verschiedenen, zur Polynomdivision allein jetzt schon. Und ja, da wird es alles ziemlich gut erklärt. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, zu verschiedenen Fächern gibt es das Ganze. Und wenn man in der Schule mal nicht alles verstanden hat, dann sollte man da vorbeischauen vielleicht. Könnt ihr mal selber antesten. Also meine Schwester hat mir das erzählt, weil sie davon völlig begeistert war. Ja, und wenn sie mir sowas erzählt, dann soll das ja wohl auch was heißen, ne? Ich habe da auch schon mal ein paar Mal was bei Mathe nachgeschaut. Diejenigen, die die Videos machen, erklären das eigentlich immer ziemlich gut. Deswegen auf jeden Fall ein Tipp von mir. Oberprima.com, ja, ein Webtipp für die Schüler unter euch und vielleicht auch den ein oder anderen Erwachsenen, der nochmal was in sein Gehirn zurückrufen will. Und wie auch immer. Das war's und wir sehen uns morgen, einen Tag vor Weihnachten.